So, hallo, wir machen weiter. Bei Trash Adventure World, das letzte Mal haben wir uns auf der Insel. Hat man hier eigentlich einen Namen? Haben die Inseln hier einen Namen? Irgendwie nicht so richtig, ne? Nee. Ach doch, Somora Island. Hahaha. Haben wir uns in Somora Island umgesehen und sind jetzt hier ganz schon ganz weit nach oben gekommen. Sind also unterwegs, um den Erdbeben auf den Grund zu gehen. Und ich bin gespannt, ob wir das noch schaffen werden. Da ist der Pornshop. Und hier ist die Brücke. Der Bürgermeister hat mich gefragt, hat mich damit beauftragt, diese Brücke zu reparieren. Ich habe sie wieder gebaut und hochgehangen, aber an diese Windmühle, dass wir sie hochziehen können. Aber ich habe vergessen, dass es hier keinen Wind gibt. Vielleicht hätte ich das ein bisschen mehr durchdenken sollen. Du bist so klug. Gut, was haben wir hier? Yo, what the fuck? Die Erdbeben haben alle möglichen Sorten von natürlichen Geysiren hier geöffnet. Aber es war genug, um die meisten Leute aus Somora zu treiben. Aber ich bin geblieben für wissenschaftliche Zwecke. Viele dieser Geysire spucken einfach nur Luft, aber manche hier spucken Feuer. Ich versuche herauszufinden, um diese natürlichen Energieressourcen zu ernten quasi. Wir sehen auch schon, hier macht es Wind. Das wäre sehr praktisch, wenn wir das bei der Brücke hinkriegen könnten, nicht wahr? So, gehen wir erstmal hier runter, vorsichtig. Upsi. Ups, was tue ich denn? Okay. Oh. Oh, wie mache ich das Grüne da auf? Ach, jetzt bin ich hier. Das ist doch auch schon mal was. Oh, shit. Jetzt dachte ich, ich kann hier mal meinen Shortcut öffnen. Jetzt geht das gar nicht auf. Blöd. Okay, dann kann ich wieder hier hoch. Die Frage ist, kann ich hier schon was tun oder bin ich hier zu bald? Ach Mensch. Man müsste hier jetzt dieses Ding wahrscheinlich, ne, irgendwie antreiben. Aber ich glaube, dafür brauche ich eine Fähigkeit oder irgendein Gadget oder keine Ahnung. Aktuell geht es jedenfalls nicht. Ich denke, das merkt man. Gut. Tschö. Was haben wir im Pornshop? Ich kann nicht glauben, dass dieser Pornshop verlassen wurde. Ach so, ja, gut. Ich habe bin Tage gereist, um hierher zu kommen. Dieser Ort hat früher die besten Schatzjäger-Ausrüstungen gehabt. Jetzt zieh es dir an, es ist ein einziger Unordnung. Das erinnert mich. Hast du jemals bemerkt, dass wenn du ein Objekt bewegst und die Gegend verlässt und zurückkommst, manchmal sind diese Objekte wieder dort, wo sie vorher waren? Das ist irgendwie unheimlich. Nein, das ist alles richtig so. Das ist dafür da, dass man nicht zu dumm ist und sich irgendwie komplett verbaut. Ach, guck mal, drei Stück und da ist ein Okay. Na dann, wir haben Rätsel zu erledigen. Packen wir es an. Nehme an, ich bekomme was, womit ich diese Dinger da kaputt machen kann.
So, das war Nummer 1. Aber eigentlich kann man das hier doch gar nicht verkacken. Ich meine, dafür muss man schon sehr blöd sein. Aha! Eins Sternfrucht. Flupp. Badam, bam, 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 bam. Plopp. Schieb, 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 plopp. Sehr schön. Gib mir dies. Was ist da drin? Das Shovel Blade. Ach, natürlich. Das ergibt halt Sinn. Ich kann jetzt durch halt drin Boden. Deswegen sind wir hier. Ach, habe ich schon wieder ganz vergessen. Haha. Na klar, deswegen sind wir ja hier. Bam. Natürlich, da war ja was. Bam. Und es geht über 1000, sehr schön. Gut, dass wir das geklärt haben. Ist hier auch eigentlich? Oh. Oh. Also man muss echt gut gucken, wo solche X'e sind überall, ne? Krass. Huch. Sag mal. Danke. Juhu. Na, was sagst du jetzt? Alles aufgeräumt. Okay, du redest doch gleich Kram. Ja, laber nicht mal. Gut, aber das heißt, ich bin hier aktuell fertig und kann nicht mehr machen aktuell, offensichtlich. Weil ich nichts habe, um hier Wind zu machen. Ich komme in diesem Höhlendingens-Gedings auch nicht weiter. Aber wir waren ja auch nur für das Shuffle Blade, um ehrlich zu sein. Ich kann halt dieses Ding hier nicht mitnehmen. Das würde ich, wenn ich das mitnehmen könnte. Warte, kann ich das sagen? Nein. Ich müsste so ein Gefäß. Ich meine, man bekommt auch später so eine Art Gefäß. Ich meine, es ist ja. Ich kenne ja die Vorversion dieses Spiels. Das war ja vom Prinzip her ähnlich aufgebaut. Oder komme ich jetzt hier? Nein, komme ich nicht. Okay. Aber ich komme jetzt zurück und habe jetzt hier eine Abkürzung dann. Kann jetzt jederzeit von unten dann da hoch. Das ist doch auch schon mal was. So. Aber mehr können wir hier aktuell nicht machen. Gut. Das kann jetzt auch noch nicht, ne? Das ist dann natürlich Quatsch. Okay. Jetzt muss aber der Pilz da sein. Yes. Sonst wäre das halt irgendwie sinnlos. Gut. Nun ist la question. Wo gehen wir hin? Die nächste Nuff-Pearl ist da. Das ist ein ganz schön. Okay, das. Okay. Mhm. Das ist ein ganz schönes Stück, egal von wo ich das angehe, ne? Jupp. Und hier komme ich auch aktuell nicht weiter. Aber wenn, dann ist es ja in die Richtung. Also muss ich wieder durch die Wühle. Okay. Ich würde bei der Gelegenheit ja gleich nochmal kurz gucken, ob ich den Ring in der Pyramide finde. Wenn wir da jetzt eh wieder zurückgehen. Ciao.
Hä? Ach so. Ah. Doc, Doc. Gut. Gut. Gut mache ich das. Also sie hat doch gesagt, der Ring ist, hat sie ihnen gesagt in der... Oh mein Gott, was ist denn... Ja, das muss da in der Pyramide sein, wo auch ich die Schaufel gefunden habe. Ach, ich kann's mir... Ja, ich kann's mir schon denken. Halt, stopp. Das gucken wir trotzdem kurz an hier. Ah, nee, das war nicht so nix. Ich kann mir schon was denken. Aber ich meine hier, diese Dinger selber, ne, da ist ja nichts zum Buddeln. Da kann ich auch nirgendwo buddeln. Da komme ich auch nicht weiter in irgendwelchen Ecken. Aber hier, der Sand ist ja überall, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwo der Ring drin ist. Das dauert halt jetzt eine Weile. Aber ich glaube fast, hier irgendwo wird der Ring sein dann. Weil sonst kann ich ja nirgendwo buddeln und in dem anderen waren sie ja nicht drin. Sie haben ja hier ihre Schaufel verloren. Oh shit. Ah, ich dachte schon. Hier ist nix. Ja, kein Ring. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich meine, ich kann da drüben auch nochmal durchbuddeln. Okay, und die Xe verschwinden, wenn man einmal buddelt. Das heißt, ich kann wirklich, wenn ich eine X sehe, buddeln. Dann ist da irgendwo was wahrscheinlich. Wo könnte das noch sein? Ich quatsch nochmal ganz kurz mit ihr. Aber ich glaube nicht, dass sie was Neues sagt. In diesem Tempel hat sie die Ausrüstung gelassen. Ja, das war das sicherlich das die Schaufel. Wenn man einen Ring findet, das muss doch dann in dieser Pyramide sein. Oder sie hat den woanders verloren. Aber hier ist auch kein X-Men, ne? Nee. Ein neuer Versuch. Gut, der Ring könnte halt trotzdem schon hier in irgendeinem Geheimgang sein oder sowas. Das wäre natürlich noch möglich. Das heißt, ich würde jetzt mal gerne... Hallo? Hier die Dinge ablaufen. Ob da vielleicht noch irgendwo was ist. Da garantiert nicht. Wenn dann bei dem... Oder, warte mal. Wo komme ich da jetzt nicht hin? Ach, wirklich? Können wir bitte da hochkommen? Ach, komm schon. Ernsthaft. Das gibt's doch nicht. Ich komme da nicht mehr hoch. Ach komm schon. Dann müsste ich ja wieder bis zur Nacht warten. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft. Es sieht so gut, es sieht so knapp aus, ne? Dann muss ich doch nur da festhalten. Sag mal.
das echt nicht? Na bitte! Wow! Was ein knapper Sprung! Und so sinnlos einfach knapp. Ich habe nämlich was gesehen. Hier ist so ein Sandhaufen. Der mich aber leider nicht zu einem Ring führt. Schade. Ja, strange. Wo könnte der Ring sein? Hyper! Ja, jetzt haut es hin. Klar, jetzt wo ich weiß, dass es geht. Schon recht. Ach, stress mich eigentlich. So, tschüss. Da ist nichts weiter. Dann kann da oben aber auch nichts Neues sein. Eigentlich. Da waren wir dann ja schon jetzt, ne? Jetzt haben wir hier alles abgeguckt. Das heißt, ich habe halt noch den anderen Sandhaufen. Aber habe ich den nicht auch schon mal fast komplett abgebuddelt? Naja. So viel Zeit muss sein. Aber es wäre schon echt purer Zufall, wenn ich den dann gerade damals nicht... Ich meine, ich habe das hier ja abgebuddelt. Wenn ich das dann gerade damals hier nicht gefunden habe und gerade den Block ausgelassen habe, wo der Ring wäre. Das wäre ein echt dummer Zufall. Kann ich mir gerade fast nicht vorstellen. Es könnte auch die andere Pyramide sein, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Wurfhaken, den in ihrer Ausrüstung war. Das weiß man jetzt halt nicht. Nee. Was? Habe ich das damals nicht? Wie blöd bin ich denn? Ah, wie blöd bin ich denn, dass ich das damals nicht gefunden habe? Ernsthaft. Danke, tschüss. Wow. Wow, gut, dass ich das noch gemacht habe. Wow. Kein Kommentar. So was Dummes. Du hast meinen Ring gefunden, ich kann es nicht glauben, es ist so lange her. Eunice und ich haben... und so weiter, ja. Also er hat ihnen bei der Schatzjagd, hat er ihr den Antrag gemacht. Es war der romantischste Moment meines Lebens. Ich verstehe nicht, warum er das alles aufgeben wollte, um für Globocop zu arbeiten. Ach, ich weiß gar nicht, warum ich diesen Ring wieder sehen will. Es ist nicht gut für alles, aber es bringt zurück schlechte Erinnerungen. Es ist nicht gut für irgendwas, aber bringt zurück schlechte Erinnerungen. Hör zu, Kind, ich gebe ihn dir einfach wieder. Mach, was immer du willst damit. Verkauf ihn. Es ist mir egal. Wir haben einen Ring. Was kann ich damit tun? Da unten ist er. Hm. Vielleicht muss ich ihn dem Eunice-Typi geben. Hä, was? Hab ich da jetzt Geld reingeworfen? Wenn ich da schon Geld reinwerfe, dann hören wir da jetzt auch ein bisschen zu. Danke dafür. Okay. Gut, weiter nach links, das rechts ist. Aber egal. Seit wann sag ich richtige Richtungen? Also, ne? Au. Sag mal. Sag mal. Finde gut, dass man vor lauter Sandsturm noch den Hintergrundmusik hört. Den. Die Hintergrund. Okay, wir haben jetzt ja dieses Heilzeug, Abwehr. Das heißt, es dürfte jetzt eigentlich nichts passieren. Schauen wir mal.
Ja, es funktioniert. Haie ziehen ab. Sehr schön. So gefällt mir das. Ich hoffe nur, das verbraucht sich nicht. Das wäre doof. Ciao. Ah, ich könnte mir kurz Energie da oben holen. Au. Au. Ich hole mir vielleicht erst Energie. Dankeschön. Karotte füllt komplett auf. Da waren wir drin. Na dann, weiter im Abenteuer. Moment. Okay. Weiter im Abenteuer. Während es Nacht wird. Wir segeln in die Nacht hinein. Die ist so dunkel, damit sieht man gar nichts mehr die Nacht. Guckt euch diese dunkle Nacht, okay. Ah, ist schon cool, ist schon echt cool gemacht. Und während die Nacht untergeht, die Sonne untergeht, geht der Mond auf, beziehungsweise die Doppelmonde im Hintergrund, da sieht man sie jetzt. Ach, es ist schon echt schön. So, und wir sind auf Nimue Isle. Alles klar, wir sind hier. Gut. Gut. Jetzt ergibt alles einen Sinn gleich. Ich dachte echt, das war direkt rechts von der Insel im Original. Aber vielleicht war ich da auch einfach falsch. Na dann. Hallo Berges. Hallo Kind, bist du hier, um das Museum zu sehen? Ja, leider sind wir nicht, ist es gerade noch nicht offen. Oh, warte, das kann nicht sein. Ich dachte, du bist weg gewesen. Erinnerst du mich, Onkel Berges? Das Kind scheint alle Erinnerungen verloren zu haben. Also weißt du nicht, was zu deinem Vater und mir 5 Jahre zuvor passiert ist? Ah. Komm besser mal rein. Hey, wir haben nicht... Wir müssen dir nicht gehorchen. Das Kind erinnert sich nicht mal an dich. Wir können mit dir vertrauen, wenn, ob du uns die Wahrheit sagst. Komm schon, Piep, wir haben Wichtiges zu tun. Lass uns gehen. Das ist wahr, ihr habt keinen Grund, mir zu vertrauen. Aber ich bin die einzige Chance, die ihr habt, wenn ihr jemals wieder euren Vater sehen wollt. Also was sagst du? Wieso ist eigentlich ihr? Es ist ja... Ich ist ja mein Vater. Also was sagst du? Lass uns aus diesem Regen raus und nach innen gehen. Na klar. Nur zur Information, ich protestiere, mit diesem Typ hier zusammen zu sein. Aber du bist derjenige, der steuert. Ich versichere euch, ihr müsst euch nicht vor mir fürchten. Du, dein Vater und ich haben viele Jahre verbracht, die Welt zu erkunden als Schatzjäger. Es waren die besten Jahre meines Lebens. Aber du erinnerst dich an nichts davon. Erinnerst du dich an diese Insel? Wir waren hier 5 Jahre zuvor, wenn ich dich und deinen Vater verloren habe. Wir sind hierher gekommen, um die Kräfte der Götter zu finden, die jeden Wunsch erfüllen. Aber irgendwas ging furchtbar schief. Kommt jetzt ein Film, dann muss ich gucken, dass ich die Fensteraufnahme starte. Das sieht aus wie die richtige Insel. Ich muss ganz kurz gucken, sorry. Okay, es ist auch, ist kein Film. Aber wenn nämlich ein Film kommt, muss ich die Fensteraufnahme übernehmen. Das sieht wie die richtige Insel aus. Denke mal nach, Begges. Wenn die Legenden wahr sind, dann ist die Power, die Kraft der Götter in diesem Tempel. Und wir können uns alles wünschen, was wir wollen. Du kannst endlich dein Museum bauen. Und jetzt, dass du die 12 Schätze gefunden hast, wirst du von Archäologen und Historikern für überall gewünscht sein auf der Welt. Das ist ein netter Gedanke. Aber du weißt, dass das alles nur Legenden sind. Es ist kein Zweifel, dass wir unglaubliche Schätze finden werden. Wenn die Legenden allerdings wahr sind, was würdest du dir wünschen?
Ich weiß, ihr beide vermisst sie so sehr wie ich. Mehr als du denkst. Na komm schon, du kannst in diesem Boot nicht bleiben bei diesem Wetter. Du wirst mit Onkel Buckus und mir mitkommen dieses Mal. Mach dir keine Sorgen. Ich werde nicht zulassen, dass dir irgendwas passiert. Erinnere dich daran, Kind. Wir sind für ein Abenteuer geboren. Oh, wir spielen jetzt in der Vergangenheit. Sei einfach so tapfer wie dein alter Mann. Bleib nah bei mir und du hast nichts, wovor du dich fürchten musst. Buckus braucht nur eine Minute, um uns in die richtige Richtung zu bringen. Und dann geht's los. Hey, wie geht's? Oder kommst du mit? Also, egal. Mach dir keine Sorgen, dieser Tempel ist unser letzter Stopp an diesem verrückten Abenteuer. Jetzt, da wir alle 12 Schätze haben, können wir endlich die tiefste Kammer erkunden. Eröffnen. Aber wir müssen mit Vorsicht agieren. Wir haben nur wenig Informationen dieses Ortes und das redet von unglaublichen Schätzen und viel wichtiger die Kraft, alle Wünsche zu erfüllen und, nun ja, Flüchen. Aber ich glaube nicht an diesen Quatsch. Nun, wo könnte der Eingang zu diesem Ort sein? In Ehre von Huayin. Retter, Held, Freund. Held, Retter, Freund. So, aber egal. Passt schon. Hey, Kind, hast du etwas gefunden? Los, Gagwin, es sieht so aus, als dass dein Kind noch mehr aufgeregt ist als du, um diesen Schatz zu finden, und dieses Abenteuer zu bestreiten als du. Ah, sorry. Film? Kein Film. Ach so. Ach, das war, okay, ja, wow. Das war ja viel jetzt. Ich muss zugeben, meine Erinnerungen, was an diesem Tag passiert ist, sind ein bisschen verstreut. Alles, was ich weiß, dass wir dann auf der Insel wieder aufgewacht sind, mit keinem Zeichen von dir, und dein Schatz und die 12 legendären Schätze waren auch weg. Unser Schiff war in einem schlechten Zustand, so also entschied ich mich, hier zu warten, in der Hoffnung, dass du zurückkehrst. Nach einem Jahr warten, habe ich realisiert, dass die einzige Möglichkeit war, das zu beenden, was wir gestartet haben. Und die Power der Kraft, die Power der Götter zu benutzen, um dich und deine Familie zurückzuholen. Seitdem habe ich dieses Museum gebaut und die 12 Schätze, versucht die 12 Schätze, Informationen über die 12 Schätze zusammenzutragen. Wenn alle 12 Schätze wieder gefunden werden, werde ich die finale Kammer öffnen und wünschen, dass deine Familie zurückkehrt. Und deine Erinnerung. Es ist 5 Jahre her. Hast du bereits irgendwelche der Schätze gefunden? Nun, nein. Es tut mir leid, aber dieser alte Körper hat nicht mehr so viel Kraft zum Abenteuer. Und ich musste unser Schiff verkaufen, damit ich diesen Ort hier bauen kann. Aber nun, dass du hier bist, sind meine Probleme gelöst. Oh, ich hasse es, es zurückzugeben, aber wir könnten wirklich auch deine Hilfe gebrauchen. Wir suchen nämlich auch die 12 Schätze. Wir haben bereits einen gefunden. Du willst nicht mal wissen, was wir alles gemacht haben, um dahin zu kommen. Das ist unglaublich. Also was sagst du, Kind? Natürlich. Exzellent. In diesem Fall solltest du den ersten Schatz hier unterbringen. Was? Warum sollten wir da runtergehen? Jeder legendäre Schatz wird einen anderen Teil des Tempels eröffnen. Ich bin überzeugt, dass meine Notizen und die Ausrüstung immer noch da unten sind. Wir werden sie brauchen, wenn wir den Rest der legendären Schätze finden wollen. Ist das nicht gefährlich da unten? Ich glaube an dich und das Kind. Ihr schafft es beide. Na gut, wir gehen runter und finden deinen Scheiß. Gut, der Aufzug ist da hinten und wird dich zum Tempel bringen. Viel Erfolg. Und damit sind wir in Chapter 5 angekommen. Treasure Hunt. Gut, ich würde sagen, den ersten Teil machen wir noch vom Tempel.
Merp. Und ja, der Tempel wird praktisch immer wieder. Gut. Bleib nah bei deinem alten Mann, okay? Burgers, ist es das? Gib mir eine Minute, über meine Notizen zu sehen. Ich möchte hier keine Fehler machen. Tschö. Ich gehe zum Boot zurück. Okay. Oh, okay. Ich kann hier nicht weiter. Das heißt, ich kann nur mit denen reden. Hurra. Das ist Huains Tempel, ich bin mir sicher. Die legendären Schätze werden uns alle Wünsche erfüllen, die wir uns erhoffen. Lass uns nicht zu voreilig sein. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Lass uns reingehen. Nun. Hier geht's noch nicht weiter. Kann ich weiter runter? Nein, ich kann dann wieder nur wieder hoch dann. Das öffnet das, aber auch die Stacheln. Na klar. There we go. Enough Pearl. Zu einem Lockpick-Kit. Okay. Interessant. Auf jeden Fall. Und das hier geht jetzt weg, weil wir einen Schatz haben. So, jetzt muss ich aber erstmal kurz gucken. Aber hier komme ich nur zurück, ne? Ja, hier komme ich nur zurück. Und hier kommt man dann mit der Schaufel weiter. Das heißt, hier wird nochmal festgestellt, dass man auch wirklich den Kram hat. Das sollte ich nicht bleiben. Aua. Das ist ganz schön laut hier. Aua. Und hier ist jetzt der praktisch das Objekt, was wir bekommen, weil wir jetzt eben den ersten Teil geschafft haben. Und hier geht es noch nicht weiter, weil wir noch nicht den zweiten Schatz haben. Das heißt, man muss immer wieder her zurück, wenn man die Schätze findet. Einen Schatzdetektor. Der Schatzdetektor wird pulsieren, mehr pulsieren, wenn man näher an Schätzen und versteckten Bereichen ist. Danke. Und man braucht Nav-Pearls, damit das funktioniert. Nun, das ändert das Spiel komplett. Ich sollte wie Ryder wieder reden. Dieser Schatzdetektor, den du gefunden hast, wird unglaublich wertvoll sein. Immer wenn wir in einer Nähe eines Items sind, zu dem wir eine Nav-Pearl haben, dann wird er uns alarmieren. Das macht das Suchen von Schätzen so viel einfacher. Ah ja. Und ist jetzt da oben in der Ecke. So, sehr schön. Dann gebe ich gleich mal den Lockpick-Dings ein und dann höre ich auf mit dem Part und auch mit der Aufnahme. War hier eigentlich auch so ein Speicherpunkt hier in meinem Haus? Ich glaube ja, ne? Irgendwo müsste doch einer sein. Was sollen wir jetzt tun? Ich habe leider gerade keinen Dings nach den legendären. Aber es hat eine andere Nav-Pearl, okay? Nö, ich will gerade keinen Hind. Das heißt, er würde sagen, wo die sind. Okay, nee, das brauche ich nicht. Nein, 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 das finden wir erst. Erstmal finden wir das alleine. Dein Schatzdetektor und du. Ist das eine Seite? Okay. Du magst glauben, alles, was du. Ich überfliege das ganz kurz, weil ich glaube nicht, dass das wahnsinnig wichtig ist. Das ist nur wieder die Erklärung.
Ja, okay. Wo kann ich speichern? Ach ja. Sehr schön. Wir können ja mal ganz kurz schauen, wo jetzt das Ding ist. Halt, hier. Na, jetzt. Die kann man eigentlich ausschalten, ne? Ach, die kann ich... Ich kann gar nicht ausschalten. Ich kann die nur einmal aktivieren. Okay. Da ist das Lockpick-Kit. Das ist sogar hier in der Nähe. Dann können wir mal ganz kurz schauen, wie dieser Detektor funktioniert. Das machen wir noch. Wir werden es jetzt nicht holen, weil ich denke, dafür muss man wieder einiges machen. Aber ich denke, so kann man sehen, wie der Detektor funktioniert. Das machen wir schnell noch. So viel Zeit haben wir schon. Und es ist wieder finstere Nacht. A.K.A. Ladebildschirm. Scheiße. So viel Zeit haben wir schon. Fuck. Wie lange nehme ich jetzt auf? Okay, der Part wird etwas länger. Also seid ihr... Bist du die Göre... Was heißt die Göre? Der Kerl, der hier rumgeht und die Schätze sucht? Du bist ein bisschen kleiner, mein Schatzjäger zu sein, nicht wahr? Du könntest dich verletzen, wenn du so etwas Gefährliches tust. Hallo? Ich bin auch da? Ich habe nicht realisiert, dass man... Was? It was pretend to be a pirate. Achso, dass hier ein Piratentag sein sollte. Süßer Vogel, können wir ihn behalten, Roloff? Unser Boss hat uns gesagt, nur das Kind zu töten. Er hat nichts davon gesagt über einen Vogel. Halt die Klappe, Lugus! Sie müssen das nicht wissen. Außerdem ist das Ende der von beiden. Es gibt keinen Weg, dass dein Vogel das Dings von den Angriff von unserer Kanone überleben kann. Nun! Nun! Ciao! Okay, nicht ciao. Kann ich das irgendwie zurückschleudern? Achso, wo ist der Rest der Kanonenbälle? Ich habe ihn zu Hause gelassen. Warum würdest du das tun? Was machen wir jetzt? Hey, kannst du mal gerade warten, wenn wir die Reste der Kanonenbälle holen? Sei nicht so dumm, Lugus. Wir finden dich, Kleiner. Egal, wo du hingehst. Und das nächste Mal werden wir fertig sein. Werden wir bereit sein, dich zu erledigen. Es gibt also jemanden, der uns tot sehen möchte. Es gibt also jemanden, der nicht will, dass wir die Schätze sammeln. Wer könnte das nur sein? Man weiß es nicht so genau. Sulphur Island. So, müsste nicht langsam hier das Ding hier losgehen? Ah, noch nicht, reicht noch nicht aus. Okay, ich verstehe. Ah, guck mal, jetzt zeigt es da oben den Detektor an. Okay. Wie komme ich da hoch? Ich glaube... Fuck. Fuck. Ich glaube, ich muss von der anderen Seite ran. Kann das sein? Ich habe hier keine Chance, hier hochzukommen. Ich komm hier nicht hoch. Ja, RIP! Hoppala!
Oder komme ich irgendwie... Ich komme hier nicht hoch, ne? Nee. Nee. Ich könnte hier rein und das wäre dann die Abkürzung, aber ich komme hier nicht hoch. Ach so! Oh, wenn ich jetzt von der anderen Seite gekommen... Oh mein Gott, wäre ich dumm gewesen. Oh mein Gott. Ja, alles klar. Nevermind, und jetzt habe ich 3 Lockpicks. Ich bin eine Nudel, unfassbar. Okay, cool. Das ist nicht ganz so gut aufeinander abgestimmt. Hilfe. Danke. Ich will nur zu dem Speicherpunkt da oben kommen. Mehr will ich gerade gar nicht. Hi. Komme ich jetzt zu dem Speicherpunkt? Ich will endlich speichern und den Part beenden. Und die Aufnahme? Dankeschön. Puh. Okay. Puh, gut. Dann beenden wir die Aufnahme. Danke fürs Zuschauen und tschüss.